Es ist immer wieder interessant, welche wissenschaftlichen Untersuchungen es gibt. Eine zum Beispiel beschäftigt sich mit dem Schlafverhalten der Deutschen. Demnach schläft der Deutsche im Schnitt 7 Stunden und 14 Minuten. Und zwar von 23.04 Uhr bis 6.18 Uhr. Also mir wären 7 Stunden zu wenig. Und das geht vielen ganz ähnlich. Es gibt aber auch Menschen, denen sind selbst 12 oder 14 Stunden Schlaf zu wenig. Denen reicht selbst diese Zeit nicht, um sich zu erholen. Sie sind immer müde und kaputt. Und dafür gibt es offenbar auch einen Grund. 10% der Menschen sollen nämlich unter einer ungewöhnlichen Krankheit leiden. Der Schlafapnoe. Wir wissen das die meisten nicht. Und das kann dann verdammt gefährlich enden. Es passiert immer nachts. Und ohne, dass Ottmar Möller es merkt. Plötzlich steht sein Atem still. Dass er schnarcht, weiß er. Deshalb ist seine Frau bereits vor Jahren aus dem gemeinsamen Schlafzimmer ausgezogen. So bemerkt niemand die lebensbedrohliche Krankheit. Morgen. Geschätzt jeder Zehnte leidet an sogenannter Schlafapnoe. Beim Schlafen erschlaffen Muskeln im Rachenbereich. Die Luftröhre wird blockiert, die Atmung setzt aus. Oft hunderte Male pro Nacht. Lebenswichtige Organe wie etwa das Gehirn bekommen zu wenig Sauerstoff. Das Herz versucht, die Unterversorgung auszugleichen. Der Körper kämpft ständig ums Überleben. Dauerstress für den Organismus. Ottmar Möller ist deshalb immer müde. Schon seit Jahren. Doch im Oktober 1992 kostet ihn die Krankheit fast das Leben. Das Paar kommt gerade aus dem Urlaub und will zurück nach Kassel. Kommen wir gleich raus? Ich bin, wenn wir in Urlaub gefahren sind früher, nach 100, 120 Kilometern in der Stunde ungefähr, da musste ich das erste Mal schon auf den Parkplatz fahren und 10 Minuten, Viertelstunde Nickerchen machen, schlafen, weil ich eben vor Müdigkeit fast eingeschlafen wäre. An einem Rastplatz fährt das Paar raus. Ottmar Möller fühlt sich zunehmend unwohl. Hätten wir nicht angehalten, wären wir wahrscheinlich heute nicht mehr am Leben. Plötzlich wird ihm schwarz vor Augen. Seine Frau reagiert geistesgegenwärtig und kann ihn gerade noch auf seinen Sitz bugsieren. Während Ottmar Möller das Bewusstsein verliert, schnallt sie ihn fest, damit er nicht umkippt. Dann holt sie Hilfe. Der Rettungsdienst, hallo. Er ist noch ohnmächtig, als die Retter eintreffen. Sie vermuten das Schlimmste, Herzstillstand. Doch zum Glück, Ottmar Möller wacht wieder auf. Das war eine ganz schlimme Situation für mich, weil ich gedacht habe, in dem Moment, er wäre tot. 3 Stunden wird er im Krankenhaus untersucht, ohne Ergebnis. Man steht vor einem Rätsel. Ja, komisch war für mich, dass ich nichts gefunden habe. Das muss eine Ursache gehabt haben. Weil die Ärzte im Krankenhaus nichts finden, setzen Möllers auf eigene Verantwortung die Reise fort. Doch weit werden sie nicht kommen. In der Nähe von Würzburg wurde mir wieder übel. Da bin ich ausgeschieden, weil mir, wie gesagt, ganz, ganz übel war. Und in dem Moment krachte ich dann auch zusammen, wurde mir ganz schlecht und ich weiß nichts mehr. Und dann kam auch gleich der Notarzt, der zur Hilfe gerufen wurde. Und vielleicht Minuten später der Notarzt mit dem Hubschrauber. Doch es ist wie verhext. Als die Retter eintreffen, sind die Beschwerden weg. Der Notarzt kann einfach nichts feststellen. Herr Möller ein Simulant? Man rät ihm, sich zu Hause gründlich durchchecken zu lassen. Zurück in Kassel folgt er diesem Rat und geht ins Krankenhaus, lässt viele Untersuchungen über sich ergehen. Schließlich bekommt er einen Herzschrittmacher. Wo ich heute noch drüber nachdenke, dieser Herzschrittmacher hätte ich vielleicht gar nicht gebraucht, wenn man die Ursache, diese Schlafapnoe, unter der ich leide, damals schon festgestellt hätte. Ohnmacht und Herzstillstand bleiben zwar aus, doch besser fühlt er sich trotzdem nicht. Der Herzschrittmacher ändert nichts an der zehrenden Dauermüdigkeit. Der Alltag fällt Ottmar Möller zunehmend schwerer. Immer häufiger ist er zu Pausen gezwungen. Zusätzlich bekommt er jetzt einen massiven Bluthochdruck. Abermals sucht er Hilfe in der Klinik. Und endlich haben die Ärzte einen Verdacht. Sie vermuten nächtliche Atemaussetzer hinter den Beschwerden. Von der Schlafapnoe erfährt Herr Möller aber nichts. Denn diese für ihn so wichtige Information landet nur schriftlich im Klinikbericht.
Und auch sein Hausarzt, mit dem er den Bericht bespricht, verliert darüber kein Wort. Auf die richtige Spur bringt ihn schließlich seine Frau. 2002 entdeckt sie einen Zeitungsartikel und drängt ihren Mann dazu, sich in einem Schlaflabor untersuchen zu lassen. Nach über 10 Jahren Leidensweg hat Ottmar Möller bereits starke Depressionen und greift nach jedem Strohhalm. Er will endlich wissen, was mit ihm los ist. Die Schlafmediziner entdecken schnell, dass der fehlende Tiefschlaf über die Jahre Spuren hinterlassen hat. Sein Gesamtzustand war zum Zeitpunkt der Diagnosestellung und Behandlungsbeginn sehr, sehr schlecht. Die Untersuchung im Schlaflabor bringt endlich Gewissheit. Hunderte von Atemaussetzern jede Nacht. Der akute Sauerstoffmangel macht Ottmar Möller zu schaffen. Doch ihm kann geholfen werden. Gegen die schwere Schlafapnoe wird eine Atemmaske angefertigt. Ein permanenter Luftstrom verhindert den Verschluss der Luftröhre. Auch das Schnarchen ist jetzt weg. Super, super, neues Leben. Mehr kann man da gar nicht zu sagen. Früher 10 bis 12 Stunden schlafen, war Schlaf kaputt, war nicht ansprechbar, war mürrisch. Und heute stehe ich auf und ich bin einfach gleich von der ersten Sekunde an bin ich fit fürs Leben. Jetzt muss er immer mit Atemgerät schlafen. Doch Ottmar Möller nimmt das gerne in Kauf. Denn seine Beschwerden ist er endlich los. Und wir machen jetzt mit dem Nanorätsel weiter, das von letzter Woche. Das lösen wir jetzt auf. Im festen